Geht's dir auch oft so? Nacken verspannt, Nackenschmerzen? Dann zeige ich dir jetzt drei Top-Neuro-Übungen, die das in den Griff bekommen sollen. Bevor wir in unsere Übung gehen, sollten wir einmal testen, wie es denn aussieht. Also, schau mal, wie gut du deinen Nacken bewegen kannst, wie viel Beweglichkeit da drin ist. Und vielleicht zieht's und knackt's hier und da. Ich merke gerade, ich kriege das linke Ohr nicht gut zur linken Schulter. Vielleicht hast du auch Schmerz. Wir machen jetzt die Übung und dann schaust du, ob es danach besser ist. Übung Nummer 1. Wir machen Augensprünge und dazu benötigst du die Vision Sticks. Du streckst einmal deine Arme aus, nimmst dir ungefähr schulterbreit und hast die Sticks auf Augenhöhe. Jetzt siehst du auf den Sticks Buchstaben. Ich nehme jetzt mal den obersten und versuche jetzt mit meinen Augen immer zwischen den Buchstaben hin und her zu springen. Und zwar so, dass ich den obersten Buchstaben noch scharf erkennen kann. Wichtig dabei ist, dass du mit dem Augensprung nicht mit dem Kopf mitwippst, sondern dass der Kopf wirklich ganz fest und starr ist. Du machst die Übung bitte so lange, bis du merkst, dass sich im Auge eine leichte Verspannung aufbaut, dass das Auge tränt oder du sehr müde wirst und dir schwindelig wird. Dann war es schon zu viel. Ungefähr 5 bis 10 Sprünge hin und her. Und jetzt kannst du nochmal deinen Nacken testen. Bei mir ist es besser. Übung Nummer 2. Dazu brauchst du das Z-Vibe mit dem Zungenspatel. Unsere Zunge ist ganz intensiv involviert in der Stabilisierung unseres Nackens. Deswegen vibrieren wir einmal unsere Zunge, um unseren Nacken freizukriegen. Dazu schaltest du das Z-Vibe an und legst das Z-Vibe einmal auf die linke Seite der Zunge und auf die rechte Seite der Zunge. Ich mach's mal vor. Schön vibrieren. Und dann wechseln. Und dann einmal in die Mitte. Das Ganze solltest du ungefähr 10 bis 15 Sekunden machen und danach natürlich wieder testen. Und das ist eine sehr gute Übung für mich. Übung Nummer 3. Summen. Wann immer wir den Rachen aktivieren, aktivieren wir auch die umgebende Nackenmuskulatur. Deswegen sollten wir öfter summen. Dazu atmest du einmal tief ein und versuchst so lange wie möglich auf einer Tonart zu bleiben und zu summen. Ich mach's dir einmal vor. So lange wie du kannst, 2, 3 Wiederholungen und dann natürlich testen. Sehr gut. Wenn du noch mehr über das Neurotraining erfahren möchtest, schau dir folgende Videos an. Und wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video.